So, und damit heiße ich euch jetzt willkommen zurück zu Lufia 2, Rise of the Sinistrals. Was ihr hier in Deutschland als Lufia 1, glaube ich, rausgekommen ist. Und was habe ich am Ende der letzten Folge eigentlich gemacht? Ich glaube, ich habe den Weg geebnet, um hier reinzukommen. Und ich glaube, ich muss die Aufnahme mal abbrechen. Wollt ihr noch mitnehmen? Wir müssten ja eigentlich ziemlich fit sein, aber ach genau, die waren glaube ich... Oh. Oh. Okay, der Einzige, der was ausrichten kann, ist... Descartes. Weil er... Was hat denn er eigentlich nochmal ausgerüstet? Kann man das sehen? Donneraxt hat er ausgerüstet. Okay, die mögen keinen Donner. Ja, DK kann gerne der Todeskutte einen überziehen. Ich glaube, mit einer Wasserfontäne kommen wir anscheinend nicht so weit. Dann wird Guy einfach ganz schlicht auch einen draufballern. Wir haben auch noch eine Wasserfontäne am Start. Was haben wir denn zaubern? Oh, einen Schock probieren auf die Todeskutte. Da hätten auch beide machen können. Donner und Schock und Elektro scheinen tatsächlich unterschiedliche Angriffe zu sein. Und die sind auch nicht ohne die Gegner. Aber ich glaube, auch DK wäre hoffnungslos verloren, wenn er denn nicht... ein Sturm vielleicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Na, immerhin. Oh Gott. Er watzt, was das Zeug hält. Oh, ich muss dringend meine Kapselmonster ein bisschen aufpushen. 1266, was ja auch nicht schlecht ist. Es fehlen aber noch einige Punkte bis zum nächsten Level. So, was sagt uns dieses Schild hier? Dies ist ein Rennen. Erreiche ein Monster deinen Warp, kannst du flennen. Erreicht ein Monster vor dir einen anderen Warp, bläst es dich fort. Bist du an einem Warp nicht zur rechten Zeit, kommst du nicht weit. Mit dem Pfeil, dem Spitzen, bringst du die Gegner ins Schwitzen. Okay. Rüste ich den schon mal aus. Kann ich es nochmal lesen, bitte? Ein Rennen erreicht ein Monster deinen Warp. Kannst du flennen? Also, Monster darf nicht mal einen Warp erreichen. Erreicht ein Monster vor dir einen anderen Warp, bläst es dich fort. Ist auch nicht gut, okay. Bist du an einem Warp nicht zur rechten Zeit, kommst du nicht weit. Okay, also ich muss irgendwie vor Monstern an irgendeinem Warp sein und kann die... Ach du meine Güte. Und kann die Monster mit Pfeilen sozusagen betäuben, ey. Holy Kamoli. Sag mal, was ist denn hier los? Oh Gott. Okay, ich muss... I see, ich muss hier irgendwie hin. Okay. Dahin. Wie kommen wir denn dahin? Das kann ja was werden. Okay, probieren wir es mal. Ich verstehe es nicht. What? Also ich laufe mal ein bisschen, gucken was passiert. Irgendein Monster darf diese Warps hier nicht erreichen. Aber ich verstehe halt überhaupt nicht, was ich hier machen muss.
Alter, ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß aber nicht wie. Ich habe keinen Plan, was ich gerade gemacht habe. Das ist relativ krass. Der Außenkorridor ist heruntergefahren. Nein. Ach, nein. Okay, cool. Ja, dann, okay. Dann komme ich hier wieder raus, schätze ich mal. Ja, das ist gut. Ich habe... Das ist das erste Rätsel, was ich gelöst habe, ohne es zu verstehen. So, dann... Ach so, hier kann man runter. Ah ja, dann kann ich halt hier rein. Okay, verstehe. Aber ich würde ganz gerne vorher mal abspeichern. Vielleicht können wir sogar noch mal. Tja, jetzt halt die große Frage, wo war der Raum, wo man sich ein bisschen auffrischen konnte? Abspeichern geht schon mal hier. Abspeichern ist schon mal gut. Lass uns mal machen. So. Ah, der war gar nicht so weit weg. So, weil... Irgendwas sagt mir, dass wir nicht mehr allzu weit von einem Bosskampf weg entfernt sind. Nicht zuletzt, weil ich meine gerade die Turmspitze gesehen zu haben. Das ist in der Regel ein relativ verlässliches Zeichen dafür, dass wir in der Nähe des... Wobei, guck mal, hier geht's auch noch weiter, ne? Naja, gucken wir mal. Nein, Überraschung. Nein, Überraschung. Scheiße. Boah. Was hat... Oh, Guy muss ja ganz schnell einstecken. Alter. Ich muss sagen, also ich habe jetzt schon... Päuschen gemacht, locker eine Woche, anderthalb oder so. Ich muss mal auf meinen Render-Status gucken. Vielleicht sogar zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Das heißt, ich muss echt nochmal reinkommen hier. Oh. Okay. Aber ich glaube, hier diese Steinschlangen, die sind nicht ganz so wild, diese Erzwiepern. Das Unangenehmste an denen ist, dass die eben Verstärkung rufen können. Aber ich glaube, der Rest ist okay. Lebenssaft, okay. Aha. Schlüssel benutzt, ist eine wichtige Tür anscheinend. So, dann lass doch gerade mal schauen. Maxim, bitte heile doch nochmal ihn hier. Ihn auf jeden Fall nochmal. Und wir können auch noch ein Potionchen gebrauchen. So, alles klar, so. Haben aber noch eine Menge MP und das sollte dann hoffentlich noch locker ausreichen für... Den Ahnenturm, 6. Etage. Was erreicht? Wer wartet uns hier? Da ist er wieder, Gardes. Gardes! Ihr schon wieder. Ihr wollt wohl nicht aufgeben, oder? Ihr wollt wohl nicht aufgeben, oder? Nehm dich in Acht. Was soll dieser zwecklose Widerstand? Ihr braucht nur vor mir niederzuknien und ich lasse euch leben. Sonst hast du keine Probleme, oder? Niederknien? Du Träumer. Komm nur her, du abartige Verrotte. Verratze. Kann ich nicht rausstellen, das vergesse ich eh. Des Bösen. jetzt reicht es. Bereitet euch auf euer Ende vor. Da ist er wieder, der Gardes. Letztes Mal hat er uns ja ganz schön in den Arsch getreten. Aber wir haben zum Glück volle Zornleisten und komm, wir packen ihm direkt mal hier eine... Oder warte kurz. Nee. Zorn, was haben wir hier? Was ist Löwenherz? Erhöht den Angriff. Schleicher. Reduziert die Schnelligkeit aller Gegner. Das brauchen wir wirklich nicht. Doch. Oder? Nee. Muskelring. Erhöht im Kampf die Abwehr. Auch nicht schlecht. Schädelhieb. Kopfnuss, die den Gegner doppelte Kraft trifft. Wirksam gegen starke Gegner. Also, Kopfnuss ist gut. Wie kann man das vielleicht ein bisschen stacken, indem man zum Beispiel... auf Guy das hier anwendet und anschließend macht er hier was ist Courage? Erhöht im Kampf die Abwehr besonders stark. Machen wir das doch mal. Kann man auf alle einsetzen, das ist gut. Zerstörer. Autschen.
Courage. Oh, nicht so, nicht, das war nicht so viel. Löwenherz. Donnerkugel. Boah. So, was hat er noch? Okay, das war's schon. Panzer, setzt mal auf alle ein. Und er hier macht jetzt mal so einen Schädelhieb. Auf Gades. Und wir schauen mal, ob wir mit der... trifft den Gegner einmal für eine stärker als normale Attacke. Komm, machen wir das mal. Solange wir Zorn noch haben. Hauen wir mal richtig einen raus hier. 108, das ist jetzt nicht so pralle. Schädelhieb, war auch nicht schlecht. So. Wir halten ein bisschen Abwehr. Dann war es das schon. Dann muss DK jetzt mal draufhauen und Guy hat jetzt auch nicht mehr so viel. Erhöht Angriff. Ja. Komm. Können wir das hier auf alle? Dann kann Guy noch mal einen Courage. Nee. Ich hole mir mal ein paar Zauber aus, wie zum Beispiel. Fangen wir mal an mit dem klassischen Schock. Boom. Bringt gar nichts. Ich weiß nicht. Gades und Guy muss auch draufhauen. Und wir probieren es nochmal mit vielleicht... Was ist stark nochmal? Das ist jetzt... Okay, das ist KP. Schock, Serum. Gegengift, Tropfen. Na komm, machen wir mal die Rüstung nass. Vielleicht sollte ich gleich mal... Boah, Mist, ey, der ist ja mega resistent. Okay, ich sehe schon. Das hier ist ein Kampf, der wird hier echt mit Metall ausgefochten. So, das bedeutet... Maxim wird aus dem Hintergrund ordentlich... okay, ordentlich ist was anderes. Okay, ich muss mich auf Maxim und Guy konzentrieren. Während Guy hier richtig drauf kloppen. Stark. So und so. 50. Okay, das wird echt hart. Da kann ich kaum mithalten. Mit unser Heilzauber ist eigentlich viel zu schwach. Wir müssen natürlich aus irgendwie... Was kann Lebensenergie teilweise wieder auf. Krafttrank für KP auf. Krafttrank... Kann der was oder macht er auch so wenig? Komm, machen wir mal einen Krafttrank auf Guy. Shit. Und? 81? Ja, das ist schon besser. So, dann. Und haben wir noch eine neue... ein Panzer X hier. Probieren wir nochmal einen Schädelhieb. Und er kommt nochmal mit einem Krafttrank auf Maxim selber. Danach noch mal einen auf Guy und dann wäre es ganz gut, wenn Maxim auch noch mal mithauen könnte. So, was sagt die Zornattacke? Noch nicht so viel. Dann hauen wir lieber noch mal drauf. Und er auch. Und das habe ich gesagt. Krafttrank auf Guy. 82.
Was hat er jetzt vor? Haben wir ihn besiegt? Okay, wir halten 10.000 Erfahrungspunkte. Yeah! 20.000 Goldmützen, Mann. Sehr geil. Habe ich noch was Kaffee da? Ja, auch das noch. Aber kein Level Up. Aber immerhin, wir haben knapp 100.000 Goldmünzen am Start. Wie kann das sein? Sterbliche können nicht über so viel Kraft verfügen. Doch. Wohl. Oh oh, was passiert hier? Der Korridor! Oh nein! Was? Ich muss alleine gegen kämpfen? Das ist, this is rather uncool, I have to say. Rot, blau. Plus. Wenn die Insel nun versinkt, werde ich jeden in Pandoria mitnehmen. Ach, wir haben gerade diesen Korridor von... Das haben wir eben von außen gesehen. Da habe ich gesagt, da geht's noch weiter. Hahaha. Oh oh. Ist der eine... Maxim! Diese Stimme kann das... Tia, Selan, warum seid ihr hergekommen? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Selan, warum hast du sie nicht aufgehalten? Ich habe mir auch Sorgen gemacht. Wir müssen hier raus. Was ist mit dir? Gardas hat den Knopf gedrückt. Irgendetwas hier hat mit dem Versinken der Insel zu tun. Ich muss herausfinden, was es ist. Ich komme mit. Das wird nicht gehen. Rettet euch, solange noch Zeit ist. Nein, ich kann dich hier nicht zurücklassen. Tia, geh jetzt endlich. Nein! Tia! Wir gehen, Tia. Soll Maxim wirklich für Pandoria sterben? Im Moment können wir nichts ausrichten. Er wird es schon schaffen. Aber Maxim wird es schaffen. Ja, hoffentlich. Ich werde in Pandoria auf ihn warten. In Pandoria. Ja, Maxim wird es schon richten. Zähler, lass uns gehen. Ja, also raus hier. Maxim, ich warte auf dich. Drama, Drama. Was für ein Drama sich abspielt. Aber wir haben ja, ich habe ja eben noch gesagt, ne, von draußen sah das ja so ein bisschen so aus. Als, wie heißt das? Es gäbe es dann noch so einen zweiten Turm. Ich glaube, hier sind wir gerade. Und die anderen sind jetzt weg. Aber hier haben wir drei Türen. Drei Treppen. Eine über dem Plus, eine beim Roten, eine beim Blauen. Was sagt ihr? Was ist gut? Das hier? An Turmstufe 5. Normalerweise kann man die nicht normalerweise bewegen. Aha. Abspeichern. Na gut, abspeichern können wir machen. Wo geht's denn hier raus? Okay, pass auf. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn wir jetzt hier sind und hier hochgehen und hier reingehen, dann können wir hier vielleicht unsere Energie, genau, unsere Energie oder so aufpäppeln. Aber ich will wirklich nicht gegen diese Kuttenviecher kämpfen. Deswegen machen wir das so. Und so. Oh oh, da stand noch irgendwas. Das ist keine mehr. Pfeile stechen die blauen sehr. Ja, haben wir gerade schon ausprobiert. Das hat funktioniert. Warte mal, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich bin hier nicht, wo ich sein wollte. So. Ich wollte nämlich nochmal kurz hier rein. Und hier kommt's. Okay. So. Hier kurz auch noch ein bisschen auffrischen. Was haben wir hier? Die roten ganz schnell erliegen, wenn Bomben um die Ohren fliegen. Blau Pfeil, rot Bombe. Okay. Dann lass es noch einmal abspeichern. Auch so verdächtig aus hier, aber hier kann man nichts machen. Ich bin auch schon lange nicht mehr durch so eine durch so eine Geheimtür gegangen, ne? Okay. Hier können wir auch gar nichts ausrichten. Naja, halt irgendwie müssen wir halt hier runterkommen.
Na, probieren wir es einfach mal. So. Das meinen die mit Rot und Blau. War denn... Hier war doch auch noch einer, oder nicht? Hier ist Rot. Jawohl. Okay, was auch immer das bringt. Und hier. Moment. So. Okay. Ich kann hier über diese Dinger gehen. Aber ich weiß nicht, was mir das bringt. Kann ich jetzt... Nein! Das habe ich alles weiß gemacht, aber ich kann es nicht mehr grau machen. Aha. Ah, wir müssen ja alle machen. Okay. Ich habe hier, jetzt habe ich eine Lösung für ein Rätsel gefunden, von der ich nicht wusste, dass es ein Rätsel ist. Hier geht's aber runter. Ich wollte... Das ist mir jetzt ein bisschen zu... zu wirr, muss ich sagen. Weil ich doch noch... Hier gab's doch noch mehr. Quasi hier oben. Heißt das, es gibt mehrere Wege hier raus? Was mochten die nochmal nicht donner, ne? Ah, immerhin. Ich glaube, das muss ich aber machen. Weil... physische Angriffe sind halt noch schwächer. Tropfen. Ich glaube, das bringt gar nichts. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht bringt es auch was. Nee. Sturm war besser. Mach doch nochmal eine Kopfnuss. Oh nein! Schock? Macht Schock was? Oder bleiben wir bei Tropfen? Muss ich den Gegner hier analysieren? Na, wir bleiben bei Tropfen. Ah, der ist schon weg. Wie sieht's hier mit physischen Angriffen aus? Ah, schon besser. Okay, das hatte ich eigentlich überhaupt nicht vor. Also hier... Konnten wir jetzt hier noch was ausrichten oder nicht? Rot. Okay. Ah, hier ist noch eine Truhe. Die will ich natürlich haben. Ein Zauberbikini. Ja, wer weiß. Gucken wir mal, ob Maxim den tragen kann. Schnell an ihm vorbei hier. Das wäre das normal. Maxim mit einem Zauberbikini. Das würde ich ja mal gerne sehen. Hätte sein können. Naja. Wow. Das Gute ist, wir wissen jetzt aber, wo wir lang müssen. Nämlich hier. Hier. Scheint jetzt der einzige Weg zu sein, den wir gehen können. Was natürlich auch sehr hilfreich ist. So. Dann... Okay. Dann haben wir gesehen, dass wir hier runter können. Okay, Atom 3. Okay. Ach so. Ah, wir haben die hier weg. Wir haben die schon vorher weggemacht. So dass wir hier durch können. I see. Ah. Ich habe es geschafft.
Wird Zeit zu fliegen. Ich wusste nicht, dass es so etwas in diesem Turm gibt. Oh. Oh, das wäre diese mysteriöse Frau. Huh? Was passiert? Ist das Pandoria? Wie bin ich hierher gekommen? Selan, Maxim. Was? Oh, Selan. Ich nehme an, Pandoria ist alles in Ordnung? Ja. Sind alle wohlauf? Ja, die Leute sind in der Stadt. Guy, Dekar und Tia. Einfach alle sind wohlauf. Das ist gut. Ich verdanke dir alles. Nein, das ist nicht wahr. Alleine hätte ich das nie geschafft. Das kann schon sein, aber du bist trotzdem etwas ganz Besonderes. Aha, du vertraust mir nun endlich? Nein. Ey, das ist super charmant, ey. Die Dialoge sind echt witzig. Immer noch nicht? Naja, vielleicht doch. Selan. Maxim. Ich bin so... Es ist so... schön, dich wiederzusehen. Oh, was ist los? Ich wusste, du würdest wiederkommen. Ich bin einfach nur überglücklich. Du bist hier, endlich hier. Und du wirst nicht wieder gehen, oder? Weinst du etwa, Selan? Du hast doch gesagt, Mädchen sollen nicht immer weinen. Oh, wie süß. Ist schon gut, kleines Mädchen. Manchmal muss man eben doch weinen. Oh. Geht's dir wieder gut? Ich dachte, du liebst Maxim. Ja, das tue ich. Aha. Oh. Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich oft weinen musste. Maxim hat mir immer geholfen. Er hat einmal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Also habe ich aufgehört zu weinen und keiner hänselte mich mehr. Seitdem habe ich nicht mehr geweint und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Vielleicht kann ich nie wieder weinen. Ach, das ist Unsinn. Warum sagst du das? Wenn du einen richtigen Grund hast, wirst du auch wieder weinen können. Maxim ist zwar ein netter Kerl, aber ihr beiden lebt in verschiedenen Welten. Das weißt du doch auch, oder? Ja, ich weiß. Das weiß ich schon seit langem. Ich habe im Turm etwas Wichtiges erkannt. Ich liebe Maxim. Aber nicht den Krieger in ihm. Nicht den Krieger? Ja, ich könnte mich... ich könnte mit ihm als Krieger nicht leben. Ein Krieger zu lieben heißt, lange Zeit auf ihn zu verzichten, wenn er in die Schlacht zieht. Selan könnte es. Sie glaubt an ihn. Allein der Gedanke, dass Maxim im Kampf etwas zustoßen könnte, bringt mich schon fast um. Ich bin nicht stark genug, um diesen Zustand ertragen zu können. Ich liebe ihn und deshalb werde ich ihn sicher nicht im Weg stehen. Willst du dich nicht einmal mehr von ihm verabschieden? Nein. Wenn ich ihn jetzt noch einmal sehe, werde ich bestimmt losholen. Irgendwann wirst du wieder weinen. Deine Tränen sind doch nicht für immer vertrocknet. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt auch schon etwas besser. Ich bin zwar ein großer Krieger, aber auch ein großartiger Zuhörer sein. Ja, du hast recht. Richte Maxim bitte aus, dass ich sicher noch den richtigen Mann finden werde. Oh, das ist ja ganz schön traurig. Aber ist doch ganz süß gewesen. Es sah halt aus, als hätte Tia so einen kleinen Knicks gemacht. Als kleine Dankesgeste. Was ich auch ziemlich nett finde hier im Rahmen dieser Pixel-Art-Optik. Nicht ganz. Die Hochzeit. Wow. Ein bisschen überraschend kommt das ja doch schon, ne? Ich meine, dass Selan und Maxim sich sehr, sehr, sehr gut verstanden haben in der Zeit. Das hat man gemerkt. Aber dass es jetzt so weit geht, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Das hört sich an wie ein Super Mario Unterwasser-Level gerade, die Musik. Glückwunsch, Selan. Du siehst zauberhaft aus. Selan, wirst du wirklich heiraten? Hör auf zu heulen. Das ist der glücklichste Tag in ihrem Leben. Maxim ist erst seit einiger Zeit wieder hier. Die Hochzeit findet etwas überstürzt statt. Ja, das ist das, was ich meinte. Was ist mit deiner Freundin, Guy? Will sie dich nicht auch heiraten? Autsch. Achso, mit deiner Freundin Guy. Ach, das ist DK. Ja, okay. Wo ist sie eigentlich? Gute Frage. Ja, aber Frauen verstehen...
Ja, aber Frauen verstehen den Abenteuerdrang eines Mannes nicht. Krieger brauchen keine Frauen. Wow. Denkst du das wirklich von Frauen geil? Jesse, was machst du denn hier? Ich schaue mir die Hochzeit an. Ich kann aber auch jederzeit wieder gehen, wenn es dir nicht passt. Nein, nein. Ich habe nur wenig Spaß gemacht. Du weißt doch, dass ich dich brauche. Ja, sicher. Schon klar. Du Pappnase. Ach komm, Jesse. Ich habe so nur einen kleinen Spaß gemacht. Wow, Jesse. Das ist also ein richtiger Krieger? Ich glaube, so zeigt man, dass man sich mag. In deinem Hochzeitskleid siehst du wirklich bezaubernd aus. Danke, das ist lieb von dir. Kommandantin Selan, im Südflügel des Schlosses sind Dämonen eingedrungen. Wir brauchen dich. Klar, im Hochzeitskleid, ey. Also wirklich, siehst du denn nicht, dass wir eine Hochzeit feiern? Aber Selan, versteckst du nicht dein Schwert in deinem Hochzeitskleid? Oh, du hast es also doch herausgefunden. Ich fühle mich einfach nicht wohl ohne Schwert. Du hast dein Schwert aber auch dabei, oder, Maxim? Naja, es ist halt ein Teil von mir. Bitte, Kommandantin. Ich denke, ich muss... Was meinst du, Maxim? Der Hochzeit fehlt es ein wenig an dramatischen Momenten, oder? Ja, genau. Paff! Jawohl, Mann. Und schon steht sie wieder da, halbnackt in ihrem Buddy-Anzug. Hey, Maxim. Warte auf mich. Ich komme mit. Ich habe nichts anderes erwartet, Guy. Maxim, Selan, ich gehe voraus und treffe euch später, okay? Warte, Guy. Sollen wir, Selan? Natürlich. Do chicken wish they can fly? Eigentlich dachte ich, dass das mit dem Messer der Hochzeitskuchen angeschnitten wird. So sind die beiden halt. Ich schaue mal, ob ich ihnen ein wenig helfen kann. Das ist gut. Es ist der Hochzeitstag. Keine Sorge, mit diesen Monstern werden sie spielen fertig. Solange kein Höllenfürst wie Gardes auftaucht. Dank Maxim, der sein Leben riskierte, um Gardes zu bekämpfen, haben wir wieder Frieden. Ja, Maxim ist schon ein toller Bursche. Das stimmt. Im Frühling. Aber wie charmant das ist. Das ist wirklich richtig charmant. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Hier riecht es aber lecker. Ja, ich habe etwas ausprobiert. Ehrlich? Was ist das? Ich habe einen Blob in Olivenöl frittiert. Das hört sich fantastisch an. So, und du meinst, man kann das essen? Wie wäre es denn, wenn wir etwas Stinkefisch essen können? Woher soll ich das denn wissen? Hast du es nicht schon mal probiert? Nein, denn du wirst es probieren. Im Sommer. Okay. Es scheint ja echt so eine Zeit des Friedens angebrochen zu sein. Es ist wirklich heiß. Ja, so ist der Sommer. Gehst du dieses Jahr ans Meer, Selan? Mal sehen. Maxim, gehen wir ans Meer? Ans Meer? Oh, klingt ganz gut. Selan hat einen neuen Badeanzug. Er besteht aus zwei Teilen und wenig Stoff. Die trägt doch sowieso nur wenig Stoff. Guck mal, wenn sie sich jetzt zu uns dreht, sieht man doch ihre Beine. Momentchen mal. Von hier sieht das auch aus, als hätte ich einen kleinen Bauch. Wird ihr etwas schwanger oder was? Zwei Teile, wenig Stoff? Huh. Ich bin dabei. So etwas ist nur für junge Frauen. Ich werde wieder meinen alten Badeanzug tragen. Wäre auch so schön gewesen, ne? Maxim, im Herbst. Ich gebe auf. Jetzt schon? Ich habe doch nicht mal optimale Wir haben doch optimale Trainingsbedingungen. Kannst du nicht noch ein wenig? Ja, jawohl. Du bist stark wie immer, Selan. Ich habe aber seit meiner Hochzeit nicht mehr viel trainieren können. Stimmt's, Maxim? Wer rastet, der rostet. Mein Schnuckelchen. Du bist wahrscheinlich der einzige Mann, der stark genug ist, um eine Frau wie Selan zu heiraten. Selan ist fabelhaft. Sie besitzt alle Eigenschaften einer wahren Traumfrau. Danke, du bist ein echter Schatz, Maxim. Hör auf, ich werde gleich rot. Oh Mann. Wow, das ist ja nicht echte Schwertkunst. Die beiden geben ein tolles Paar ab. Ja. In der Tat, das sieht mir auch so aus, dass sie zwei sich gefunden haben. Was
bringt der Winter. Nun sind wir schon seit fast einem Jahr verheiratet. Die Zeit fliegt nur so dahin. Ich weiß. Bist du glücklich, Selan? Hä? Aha. Liebst du mich noch? Das muss ich doch nicht erst sagen, oder? Doch. Du willst also wirklich, dass ich es sage? Ja, ich brauche das ab und zu. Selan, ich... Es ist ein Junge, Selan. Oh, mein Baby. Selan. Schau, Maxim, es ist ein Junge und er sieht aus wie du. Das hast du gut gemacht, geradezu perfekt. Oh ja, wir müssen ihm einen Namen geben. Wie findest du... Schneckefisch! Jeros. Jeros? Ja, das ist ein guter Name für ein solches Kind. Mir gefällt er auch sehr. Gut. Diesen Namen hast du ja auch... Diesen Namen hast ja auch du ausgesucht. Tja. Hallo, mein Ehemann. Wie geht's dir, Ross? Er schläft tief und fest. Das habe ich mir gedacht. Es war hier so ruhig. Ja, die Ruhe tut gut. Du hast Probleme, ihn ins Bett zu bringen, oder? Du doch auch. Was war das für ein Geräusch? Das kam aus dem Kinderzimmer. Ich gehe nachsehen. Oh, du bist Idura. Ich habe dein Baby. Was machst du da? Befehle von oben. Werde ich beauftragt, so etwas zu tun? Doch nicht Gardes. Den haben wir besiegt. Nein, nicht Gardes. Wer dann? Komm zum Leuchtturm im Norden und finde es doch heraus. Hasta la vista, Baby. Maxim, what's up, Baby? Ich weiß, wir müssen zum Turm. Oh je, ohne große Umschweife sollten wir wahrscheinlich dahin gehen. Aber ohne Umschweife heißt... Warte mal, haben wir nicht noch hier so einen tollen... so eine tolle Zauberbikini, sag ich doch. Aber Zauberbikini ist ja nichts für Selan. Warte mal, was kann der magische Bikini? Warte mal. Ich bin nicht so überzeugt von ihm. Er steigert die Abwehr doch ganz enorm. Verringert Abwehr und Stärke ein bisschen. Na gut, komm, geh mir mal den Zauberbikini. Dafür steigt die Abwehr halt. Ich habe diesen komischen Geräusch aus dem Haus gehört. Alles in Ordnung? Nee, gar nichts ist in Ordnung hier, Mann. Müsst ihr aus Licht aus dem Leuchtturm? Ja, da sollten wir schnell hin. Warte mal kurz. Vielleicht mal ganz kurz in den... Jop! Hallo, schaut euch um. Dinge sind geil hier. Okay, hier gibt's eigentlich nicht so viel. Gut, dann... Maxim, warum hast du es so eilig? Ja, erkläre ich später.